Kann ich aber wenigstens auch noch ein paar Schafe töten. So, wie sieht's denn aus? Hier sind auch sau viele Schafe und da hinten sind auch Kürbisse. Wir können uns Golems. Oh geil, wir können uns schön fette Golems machen und dann unsere Basis von Golems beschützen lassen. Shit. Oh ja. Ach scheiße, wird ja alles schlimmer. Da hätte ich jetzt schon Bock drauf, muss ja. Auf Golems. Ja. Unsere Basis einfach so von Golems defensen lassen. Die Defense? Hier ist eine Schlucht, die in die Schlucht grenzt. Das ist natürlich von ganz besonderer Epik. Und sprengfreudige Creeper. Also ich benenne das Dorf jetzt mal noch nicht. Der Grundlage... Ah doch, ich habe Material zu benennen dabei. Ich benenne dann mal das Dorf. Komm her, du scheiß Skelett. Hör auf, zu fluchfeige zu sein. Also. So, was ist das jetzt hier... Was denn du da jetzt? Achso, Handwerk. Achso, ja. Hat er ein Werkbank gebaut. Mit dem Status sind wir ja schon lange raus, ne? Also, es ist ja. Gerade meine erste Fledermaus getroffen. Ich würde auch ihr einen Namen geben, aber. Ilsbett? Na, so, da unten gibt's Redstone. Das ist schon mal nett. Gold sehe ich hier. Kohle, Kohle, Kohle. Ach, Kohle, hör doch auf. Erzähl mir doch nichts. Ja, ich hab eigentlich gehofft, wenn ich hier mal in der Höhle vorbei bin, bin ich mit Eisen, aber. Egal. Ja. Wenn ich hier durch bin, komme ich mit 1-2 vollen Sticks wieder. Sehr gut. Ja, ich mache ja hier Lebensmittelversorger, dann brauche ich Kohle für meine Öfen, um das Fleisch zu braten. Das ist korrekt. Das haben wir aber. Kohle haben wir bald genug. Da sind die ersten 2 Sticks schon voll. So, da haben wir schon die Rendite. Jawohl, und weiter geht's hier mit der Kohle. Was ist mit der Kohle? Der Kohle, hä? Was ist mit der Kohle? Kohle, Junge. Junge! Was? Kohle. Eisen! Da, unter Wasser. Ah, ah. Sie ist versteckt, die Sau. Hier irgendwie die Wasserquelle mal stoppen. So. Kann ich doch viel entspannter arbeiten. Wenn das so weiterläuft, kriege ich heute schon meine erste Diamant-Spitzhacke hier. Kriegst du nicht, ist schon bald Feierabend. Meinst du? Ja, ich meine, ihr könnt ohne mich weitermachen. Ja, das ist ja dann auch doof. Wie gesagt, ich kann das jetzt hier durch die ganze Version nicht viel länger machen, weil sonst werde ich geköpft, nachdem ich gefiltert wurde. Gefiltert? Gefiltert. Achso, gefiltert. Ja, gefiltert wärst du bestimmt auch ganz lecker. Au! Ja, so schlecht war er jetzt auch nicht. Dass man so aufschreiben Nein, muss. Das war der Creeper. Er kam im richtigen Augenblick, da musste ich nicht sagen, wie schlecht er war. Achso. So, jetzt. Der Creeper hat den Witz gehört und sich vor Scham in die Luft gejagt. Das ist ja nicht zum Aushalten. Wann der Martin war? Ja. Oh nein, der wieder. Jemand hat gerade die Gruppe in WhatsApp namens Pokerrunde umbenannt in Witcher 3. Weil einfach nur noch über dieses Spiel da drin geredet wird. In der Gruppe sind 3 Leute und alle 3 spielen diese ganze Zeit dieses Spiel. Ja, einer bin ich. Und am Ende, sonst wüsstest du von dieser Gruppe nicht. Doch, vielleicht bin ich stiller Teilhaber. So. Natürlich. Das Game, weil du auch stiller Teilhaber sein könntest. Teilhaber ja, aber still? Hallo, willst du mir irgendwas sagen? Das könnte ein stiller Teilhaber nicht. So, jetzt verreck doch. Ein Schwein. Spider-Schwein. Wir sind halt Spinnen und Schweine. Spider-Schwein. Immer mehr Spinnen töten. Spinnen, Spinnen, Spinnen töten. Fäden. Was ich die auch alle brauche, egal. Naja, so. Zumindest schon mal für einen Bogen. Genau. Ich und auch schon außerdem genutzt, kannst du. Ich habe schon 2 Pfeile eingesammelt. Ja, ich habe auch schon welche, sind in der Ruhe. Kannst du ja dann aus jeweils 4 Fäden wieder einmal weiße Wolle machen und das ist ja nie falsch. Ja? Ja. Oh. Und ich habe immer mit den Ausreden, anders komme ich nicht an Wolle Schafe massakriert. Ja. Unwissenheit schützt vor Massaker nicht. Im Gegenteil. Lol. Roffel. So. Sagte das Schaf, bevor ich es massakrierte. Auch nur. Oh, da war ich wohl noch zu nah dran. Der ist gepufft.
Ich guck mich schon wieder einen Enderman an. Nein, 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 nein. Begun! So, irgendwo ist ein Mini-Zombie. Mit da ist er doch. Ist er so süß hektisch. Ja, ne? Wir stressen voll rum. Es wird hell, es wird hell, es wird hell, es wird hell! So stelle ich mir die ganze Zeit vor. So. Ach, Cashy, erweitert das Haus. Wird nicht mehr alleine nischen. Ich brauch Birke, Mann. Dann hol dir welche. Wieso Birke? Achso, wegen dem Blutboden. Und du sagst, ganz aus der Eiche, wieso brauchst du Birke? Ja, weil du weißt doch, wie das ist. Die Wände sind aus Eiche, der Boden ist aus Birke und das Dach wird aus Akazie. Nein, das Dach ist jetzt auch aus Birke. Wie unkreativ. Ja, mein zweites Stockwerk noch drauf kommt. Genau. Geil gerettet, oder? Auf jeden Fall. Das wird ganz, ganz edel. Ein Eichenzimmer, ein Akazienzimmer, ein Bernsteinzimmer. Das ist was für Noobs. Wir machen eine Eichenlounge. Lounge. Eine Lounge. So, wie ging denn jetzt nochmal eine Angel hier? 1, 2, 3. Sehr schön. Angel. So, und jetzt gucke ich mal noch kurz nach meinem Feld. Da brennt die Nahrung. Schön fleischig, fleischig, fleischig. Kann dieser schwule Enderman sich mal verbissen? Das ist schon lange Tag. Jetzt lohnt sich doch mein Wassereimer hier. Burns. Soll ich schon Obsidian mitbringen oder ist noch zu früh? Hast du eine Diamantspitzhacke? Habe ich nicht gesagt, die kriege ich jetzt noch? So. Ist es nichts, Bruder? Ja. Naja, aber da muss ich erstmal die angekündigten Diamanten finden. Batsch, mit dem Obsidian schaffen wir dann heute doch nicht mehr. Nee. Tut mir leid. Nee, 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 nee. So, jetzt nehme ich auch noch das Holz. Jetzt brauche ich mal noch. Ich baue jetzt mal noch eine extra kleine Truhe, wo dann nur Nahrung reinkommt. Okay. Ich baue auch gleich noch meine extra Truhe für Erze. So. Die Truhe ist direkt neben den Öfen. Hat doch was. Sinnvoll. Geht einfach auf der Werkbank. Wir müssten eigentlich sowieso von vornherein Fräulein Hausbau. Fräulein Hausbau. Irgendwo im Haus eine Ecke freilassen für einen Kellerzugang. Zwecks Lagerraum. Ja, chill doch erstmal. Erstmal wollt ihr auch mal ein Bett irgendwann, oder? Ach, scheiß auf das Bett. Ich brauche einen Lagerraum. Ich muss irgendwo hin mit diesem ganzen Scheiß hier. Ich hab ein Bett, das habe ich mir heimlich konstruktiert. Okay, ja, dann ist ja egal. Ich dann kriegt der Mann dafür. Kein Bett. Ich hab voll die Idee. Ich bring dir hier wertvolle Dinge mit, ja? Mhm. Diamant- und Goldkolliers. Ja, eigentlich ist ja auch dein Bett schon vorgesehen. Also der Platz dafür. Aber wenn es dir nicht recht ist, dann Och. Kannst du auch. Ja, wenn es jetzt so los Jetzt ist er raus. Marlin ist raus. Marlin ist raus. Dann kannst du dir dein Bett gleich sparen. Darfst du nicht woanders schlafen. Lapis Lazuli Collier? schwacher Trost. Alter, schon müde. Tu ja echt mein Bestes. Weiß, er weiß, was Frauen wollen. Ja, ja, ja. Ich habe hier vorhin schon direkt zum Start erstmal ein Blümchen Diamonds gepflückt. Ja, er hat aber kein Diamanten, er hat so ein Lapis Lazuli. Keine Diamanten, kein Bett. Alles klar. Oh. Cash hat Prinzipien. Und ich keine Fackeln mehr. Ja, und kein Bett. Und kein Bett. Bitte kein Bett. Jetzt gehe ich mir auch mal Birkenholz holen, weil ich habe mir meine Nische einfach schnell selber gebaut. So. Ganz. Willst du mich verarschen? Willst du jetzt auch noch anfangen aufzumucken? Nein, ich wollte dich entlasten, weil du als einzige Frau in unserer Mitte, quasi als die weibliche Machtposition hier, ja schon unter so einem enormen Druck leidest. Dachte ich, weibliche Machtposition nutzt sie auch gut aus. Also sie schreit, ich brauch Birke und ich renn sofort los und schlag ihr Birke. Ich sag, ich brauche ein Lager. Sie sagt, du kannst mich mal, jetzt kriegst du kein Bett. Das also, ein Unterhalt ist doch lieb. Ich hab mir einen Birken geholt, aber okay. Dumm ist halt, Cash kann's halt, ja? Und ja. Sie weiß es. Ach Quatsch, was mach ich denn hier? Den da wollte ich. Bin ich denn hier? So einfach ist es. Andere könnten vielleicht, aber wissen es nicht, aber Cash weiß es. Ja. So, ich habe jetzt auch mal eine eigene Bild angezündet. Au! Au! Und bin vom Berg gesprungen. Du geil. So, Creeper sprengt Creeper. Diese Nische passt da einfach nicht rein.
Doch, das natürlich. Einfach, nee, das wird der Keller zugang. Tut mir leid. Ey! Danke! Kannst du nicht aus meiner Nische Kellerzugang machen? Wieso? Ist fast das gleiche. Kann. Alter! Wo kommt da meine Nische hin? In den Keller! Die Nische war nur, weil ich gerade nicht mehr Holz hatte. Hier. Ja gut, dann baue ich es hier ab. Hoch. Ja, das ist okay. Wow, es ist genehmigt. Also ich baue da gleich wieder was hin, aber ist okay. Herr Doktor, ich weiß auch nicht, aber diese Frau, sie ist... Genial. Geht jedenfalls so im Skript. Wer hat das geschrieben? Catch. So. Guck mal, wie zackig ich hier das Haus erweitere. Das ist doch toll, oder? Toll. Bau mich jetzt nicht aus. Ich hab kurz überlegt. Ja, ja. Schon klar. Vielleicht nicht mit der Axt die Erde wegmachen, wa? Da ist ein Loch. Ich hasse das. Ja, weg. Da ist ein Loch unter der Erde. Das ist ein... Das hast du da auch noch hingemacht! Da hab ich gar nicht, das war so dumm. Keine Löcher machen. So. Es wird immer alles schön massiv gebaut. Wo darf ich mein Bett hinstellen? Du darfst es hier so einen Block entfernt von meinem Bett hinstellen. Aha, da wird gekuschelt. Ja, und dann kommt ein Block entfernt machen. Ah, ich darf mit kuscheln. Bildfehler, warte. Oh, er ist weg. Oh. Hast du noch Wolle? Mini-Zombie! Ich hab nur noch einen Block. Ich hab auch keine mehr. Also, die Wand muss hier wieder weg. Was? aber ich mag doch die Wand. Kannst du mir mal Sand besorgen? Nein. Warum ist hier überall nur Lapis Lazuli in der Wand? Die apropos, ich hab sogar bitte gesagt. 3 Minuten noch, dann ist aus. Ja, dann besorg mir jetzt noch Sand. Dann muss ich ja gleich wiederkommen. Aber zuerst hole ich der Cash hier noch ihre Diamanten aus dem Boden. Ja, wir warten jetzt einfach noch, gleich geht ja bestimmt ein bisschen Sonne und da geht, dass wir uns alle ins Bett legen können zum Safen. Dann. Mhm. Ja, dann braucht der Marin aber noch ein Bett. Ja. Ach so, stimmt. Dann lassen wir das. Hey, Zeit ist Geld. Gut, dann bringe ich dir doch keine Diamanten mit. Du hast gar keine Diamanten. Doch, die sind hier im Boden. Ich muss sie nur noch rauskloppen. Ja, sagen sie alle. Dann sind sie schwanger. Von Diamanten. Ja, das passiert mir ständig. Man sollte die sich halt nicht ständig irgendwo hinschieben. Alter Goldjunge. Ja, hab ich auch. So, ich besorge jetzt Sand. Ja, ich hab so eine innere Eingebung, dass das Cash Dinge brauchen könnte. Ah. Klack. So, das Eisen. Aber wie gesagt, mit. In. Ja. 3 Minuten ist hier oben. Ja. Ich bin. Glauben wir, dass wir das so wahrscheinlich gut wie auf dem Rückweg. Erst. Nachdem wir die Wochenpläne voneinander jetzt kennen, nach dem Urlaub, wo wir alle drei wieder Zeit haben. Ja. Wie gesagt, ansonsten müssen wir halt 2 zusammenspielen. Ach. Je nachdem, in welcher Taktung man das weitermachen möchte. Ja. Das hier, das muss man jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich es dazu gesagt habe, das hier ist ja jetzt gerade AIDA-Ersatz, aber gibt es ja dein eigenes Projekt. Genau, aber gipfelt in ein eigenes Projekt. So. Ja, das hat der dann jetzt erstmal. So, jetzt hol ich aber jetzt hier mal die Diamanten raus, ne? Da? Glaubst du es jetzt? Poser! Drück es halt rein. Bau dir ein Bett. Ich sag von Anfang an auf deiner Seite. Marin, das waren bedauerlicherweise nur 2. Achso, bau dir ein scheiß Bett selber. Ja, aber hier gibt's mit Sicherheit noch mehr, aber ich komme jetzt mal wieder raus. Gab's eigentlich Karotten bei dem Dorf? Nein, da gibt's gar nichts. Ich habe einen Zombie getötet. Ich habe eine Karotte. Anpflanzen. Mhm. Du darfst sogar einen Platz von meinem Getreidefeld nehmen, ausnahmsweise. Solange wir nur eine Karotte haben, ist das okay. Mein Inventar ist voll. Ich muss die Karotte wegschmeißen. Ich habe keinen Platz im Inventar. Schmeiß die Diamanten. Ich muss vor allem die Karotte. Ich muss die Karotte essen. Ich habe nämlich tierisch Hunger und sonst nichts mehr. Nein, wir brauchen die Karotte. Ja, ja. Für die Schweine und Hasen zu. Scheiß Eisenbarren einstecken. Wo war denn jetzt?
Die Richtung war unser Haus. Schleppzahn! Sehr gut. Kannst du mal außen Birkenholz dran machen? Da bin ich jetzt. Von der einen Seite. Ich hab keins mehr dabei. Und mit zurück, legt den Sand noch ab und dann, Leute, ist ja, ja, Feierabend. Ich komme raus. Ich muss jetzt sowieso ganz dringend hier raus. Ich bin am Verhungern. Ich habe nur noch zwei zappelnde Hühnchenkeulen. Sogar in der Realität anfangen. Und es wird auch dunkel. Scheiße, wo war denn jetzt hier der Ausgang? Folgt der Spur von Fackeln. Es gibt keine Spur von Fackeln. Na, dann folgt doch der. Wehe, Henne. Wehe. Hast du gar nichts gemacht? Nicht. Da habe ich mich lang gebaut. Ich habe dich nur unterstützt. Danke, ich habe schon gedacht, du bringst mich an. Hallo? Wer bin ich denn? Nein, mir fehlt genau ein Block. Das ist jetzt nicht dein Ernst, du Kack-Enderman, stehst ja zwischen mir und meinem Heimweg. Hau ab. Oh, wir brauchen vielleicht Fackeln. Ab welche? Da, ich hab's hier hingeschmissen. Hinter dir. Da. Der sieht schon nichts mehr, du Creeper sprengt meinen Rückweg. Wir haben noch zu essen zu Hause, oder? Ja, Unmengen. Haltet es bereit, ich komme. Weil ja, ich, ja, Unmengen jetzt nicht, aber. Weil ich weiß, wo ich hierher komme. Ich hab noch. Oh, ich bin ja, in der Essenstube ist schon noch was drin. Ich hab noch Essen. Ich sterbe. Ja, ich lauf auf einer halben Hühnchenkeule. So, jetzt noch schnell die Fackel. So, das war die halbe Hühnchenkeule. Aua. Bist du da? Das ist ein Pilz. Kann man Pilz losessen? Lose essen? Nein, Vergiftung, glaube ich. Aber doch nicht von Pilzen. Warte von denen. Jetzt gucke ich noch mal kurz nach meinem Feld. Nee, ah, wird... da sprießt. Aber richtig, scheiß auf Vergiftung. Du kannst verrottetes Fleisch essen. Da bist du zwar. Ja, dein Kopf, bitte. Ist egal, aber du hast was im Magen und dir geht's zwar scheiße und du siehst grüne Punkte, aber dein Leben geht nicht mehr runter. Es hält halt nicht sehr lange. Lauf, Madi. Aber es reicht, um nach Hause zu kommen. Es. Sag mir nicht, dass Nacht ist. Nein, lass mich einfach dumm sterben. Aber wo sterben? Ich hab doch eben gesagt, es wird Nacht. Lass mich in Ruhe. Ich will nach Hause. Spinni! Halt dich Schnauze, ich bin nicht. Aber. Alles gut, alles gut. Selbstverwaltungstrieb und so, weißt ja. So, jetzt geht natürlich hier mein Essensbalken wieder rapide runter. Oh, ist groß geworden hier. Money ist da, ladies and gentlemen. In diesem Sinne. Ups. Wie in diesem Sinne? Ist Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Haben wir hier noch Holz? Das ist schön, oder? Das doch keinen Namen trägt. Schön, ja, jetzt haben wir sogar schon ein abgegrenztes Thema. Wir nennen es Alternativprogramm. Okay, das Alternativprogramm ist. Also die Map heißt Anti-AIDA, wenn dir das jetzt irgendwas. Anti-AIDA Alternativprogramm. Hier kommt später noch ein Keller hin. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in dieser wunderschönen Konstellation. Ich spring mal in die dunkle Truhe. So. Ach, ich hab ja gar kein Bett. Ich hab ja gar kein Bett. Tschö mit dir. Ciao mit auf. Wo kommt der Keller hin? Tschüss. Ja. So. Leute, ich muss. Ja, ich. Okay. Hau hier jetzt gerade nochmal schnell die ganzen Rohstoffe weg. Kommunikaten. Was das nächste Mal weitergeht. Okay. Ich weiß gar nicht, wir haben wahrscheinlich nichts geschafft an Aufnahme. Ich guck jetzt mal rein. Und für dieses Nichts werde ich jetzt noch büßen müssen. Viel Glück! Ah, okay. Danke. Also dann, Leute. Ja. Tschaußen. Tschüssen. Tschüss. User disconnected from your channel.